Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte hier an dieser Stelle einmal Stellung nehmen zu dem von Herrn Wirtschaftsminister Brüderle, FDP, angestoßenen Debatte über die Rentengarantie. Aus meiner Sicht ist die Rentengarantie absolut notwendig und das Mindeste, was wir unseren älteren Mitbürgern, die ihr Leben lang gearbeitet haben, und für unser Bruttosozialprodukt gesorgt haben, was wir ihnen zustehen sollten. Es kann nicht sein, dass Rentnerinnen oder Rentner, nachdem sie in die Rente gegangen sind, Angst haben müssen, wie sie den nächsten Tag finanziell überstehen. Es ist ein Gebot der Fairness, diesen Menschen die Sicherheit zu geben, die sie verdient haben. Aus meiner Sicht ist nicht das Problem die Rentengarantie, sondern das Problem ist, dass wir in einer globalisierten Welt leben und die Finanzierung unserer Renten über die lohnabhängigen Beschäftigten herstellen wollen. Und das geht natürlich nicht in unserer heutigen modernen Zeit. Denn durch den technologischen Fortschritt und durch die Globalisierung fallen so viele Arbeitsplätze weg, dass die Finanzierung der Renten auf Dauer nicht mehr gesichert werden kann. Wir müssen ein völlig neues Finanzierungskonzept entwickeln, um hier diese Rentengarantie auf sichere Beine zu stellen. Mein Vorschlag wäre, dass wir einerseits alle Einkommensmöglichkeiten dazu heranziehen, in einen Rententopf einzuzahlen, also neben den lohnabhängigen Beschäftigten auch die Selbstständigen, die Einkommen aus Finanzanlagen und so weiter. Und dazu noch flankierend einen bestimmten Teil der Mehrwertsteuer, einen prozentualen Teil, um Schwankungen dort zu verhindern. Das hätte zudem noch den Vorteil, wenn wir die Mehrwertsteuer mit einem fest definierten Prozentsatz hier hinzuziehen, dass wir das einzige Stabile in einer globalisierten Welt, nämlich unseren Markt, zur Finanzierung heranziehen. Und es ist ja ein linke Tasche, rechte Tasche Spiel. Das heißt, wenn die Rentner und Rentnerinnen ihr Geld bekommen und es dann wieder konsumieren, fließt es ja zwangsläufig auf diesem Wege in den Topf zurück. Das wäre mein Vorschlag. Nicht die Rentengarantie, unsolidarisch, so wie das die FDP derzeit mal wieder macht, in Frage stellen, sondern die Finanzierung mit einem modernen Konzept, eingebunden die Mehrwertsteuer, hier wieder neu definieren. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche allen Rentnerinnen und Rentnern einen ruhigen, angenehmen und glücklichen Lebensabend. Vielen Dank.